Diese Möbel hier sind einige der ersten, wo ich den Ölschliff angewandt habe. Bisher habe ich ja Schellackpolitur eigentlich immer nur mit reinem Schellack und Bimsmehl aufgebaut, also auch die Porenfüllung nur Schellack und Bimsmehl genommen. Das ist allerdings bei grobporigen Hölzern, wie zum Beispiel Esche, sehr, sehr aufwendig und schwierig. Denn das sackt immer wieder nach. Bei dieser Kommode habe ich dann eine Ölgrundierung durchgeführt und eben auch Ölschliff und bin hier wirklich sehr damit zufrieden. Die Poren sind wirklich relativ zu. Hätte man sich noch mal, hätte ich noch zwei, dreimal weiter geschliffen, dann wäre es sicherlich noch besser, aber da bin ich schon sehr mit zufrieden so. Das, was auch besonders gut war, was die Ölgrundierung gebracht hat, ist, dass jetzt diese Kommode so einen schönen Ton hat. Die sah nämlich vorher genauso aus wie dieser Schrank hier. Beide Teile musste ich nämlich bleichen, weil sehr große Verfärbungen auf den Oberflächen waren. Die Ölgrundierung hier hat bewirkt, durchs UV-Licht, was hier reinscheint in den Fenstern, dass diese Kommode jetzt hier, das ist jetzt über ein Jahr her, also ein Jahr dauert es schon durchs UV-Licht, aber sie wurde dadurch jetzt wieder sehr schön von der Maserung und also auch vom Ton her ist es ganz toll. Und dieser Schrank, den ich jetzt erst vor ein, zwei Monaten fertig gemacht habe, der soll jetzt hoffentlich auch dann im nächsten Jahr wieder diesen Ton bekommen. Hier habe ich allerdings natürlich keine Schellackpolitur drauf gemacht, sondern hier habe ich ganz normale, normal einen Schliff gemacht mit Grundieröl und danach der Wachs aufgetragen. Also hier war der Grund einfach, der sollte ja nicht poliert werden, sondern einfach der Grund, um diesen Ton wieder hinzukriegen. Also diese Grundierung bewirkt, dass wir einen schönen Ton nachher bekommen. Sonst hier mache ich ja sonst normalerweise auch Schellack. Grundierung unten drunter, bevor ich Wachs auftrage. Dieses Testbrettchen hier hing jetzt ein Jahr am Fenster, also war komplett dem UV-Licht ausgesetzt. Und ich glaube, man sieht deutlich, dass hier der Bereich noch sehr gut kräftig in der Maserung ist. Das ist alles Nussbaum. Aber nur diese Seite hier ist nicht ausgeblichen. Das ist also schon relativ ausgeblichen. Das liegt einfach daran, dass ich hier eine Ölgrundierung drauf gemacht habe. Die Ölgrundierung sorgt also dafür, dass tatsächlich das Holz nicht mehr ausbleicht. Das wäre wirklich ein großer Vorteil. Man muss natürlich immer bedenken, dass so eine Ölgrundierung eben dann das Ganze, obwohl die Schellackpolitur ja auch schon sehr lange dauert und aufwendig ist, durch die Ölgrundierung sich das Ganze natürlich noch länger hinauszögert. Aber man sieht wieder, je mehr Aufwand man betreibt für ein schönes Möbelteil, desto besser wird es eigentlich Die Platte nachher hier auch. von diesem Vitrinenaufsatzkommodensekretär ist in sehr schlechtem Zustand. Man sieht Abdrücke hier von Gefäßen, die drauf gestanden haben, Verfärbungen, irgendwelche dicke Knies hier oben drauf, Farbreste. Dann ist natürlich Einsatzarbeiten sind getätigt worden, wo ohnehin schon jetzt dann der ganze Schellack ab ist, der hier drauf ist. Von daher habe ich mir hier vorgenommen, eine neue Oberfläche aufzutragen. Im Gegensatz zu den Schubladen, die ja und auch die Seiten, die ja so gut noch erhalten sind, dass man da nur überpolieren braucht. Ich werde jetzt also diese Oberfläche abnehmen. Natürlich könnte man jetzt hier auch theoretischerweise schleifen, aber das Schleifen hat ja immer den Nachteil, dass man doch schnell dann auch Furnier abnimmt, natürlich ganz klar. Das soll ja eine relativ ebene Fläche werden. Man nimmt zu viel eigentlich dann vom Holz, vom Furnier ab. Es ist ja ein dickes Sägefurnier. Wenn ich jetzt erstmal die Oberfläche abnehme, dann habe ich also, kann ich wirklich sehr vorsichtig schleifen, dass ich eine Ebene bekomme. Genau dies hier ja ist der Bereich, der auch in Zukunft am meisten belastet werden wird. Hier kommt ja der Aufsatz drauf, also da passiert eigentlich nichts mit. Aber gerade hier, man stellt schnell was ab. Deswegen sollte dieser Bereich wirklich auch einigermaßen widerstandsfähig sein. Deswegen werde ich hier, bevor ich Schellack auftrage, eine Ölgrundierung
machen. Die lasse ich dann mehrere Tage trocknen, bevor ich eben dann mit der Schellackpolitur anfange. Die Ölgrundierung sorgt auch dafür, dass ich gar nicht so viel Porenfüllen brauche, weil durch die Ölgrundierung ich eben in die Poren Schleifstaub und auch Bimsmehl einreiben werde. Ja, man sieht ja, wenn ich hier Spiritus auftrage, Folie drüber mache und ganz kurz zur Zeit die Folie hier drüber lasse, dann kann ich schon den ganzen Schellack hier abreiben. Sieht man ja auch mit Schmutz natürlich dabei. Ich habe gar keinen Abbeizer, sondern das geht alles wunderbar mit Spiritus hier ab. Aber man sieht jetzt auch hier noch wieder diese andere Färbung, also die ganze Platte will ich leicht anschleifen und dann mit Öl grundieren. Dann haben wir wieder einen einheitlichen Ton. Ich hatte jetzt die Platte geschliffen mit 180er Papier und habe jetzt auch schon mal Grundieröl aufgetragen. Jetzt habe ich aber doch gesehen, dass noch einige Ränder zu sehen waren von Gefäßen. Jetzt habe ich also doch nochmal mit Grölgrundpapier geschliffen hier, 120er und 150er. Jetzt nochmal 180er hier. Und jetzt will ich diese Fläche nochmal mit Bimsstein und Grundieröl grundieren. Man kann natürlich so eine Fläche auch einfach nur mit Grundieröl und 400er Schleifpapier zum Beispiel, was feuchteresistent ist, schleifen. Das habe ich ja auch oben bei den Escheschränken gemacht, bei den Eschemöbeln. Hier probiere ich jetzt mal was anderes aus. Habe ich zwar auch schon mal mit Bimsstein, aber der Bimsstein damals war zu hart. Den konnte man auch für seine Schwielen an den Füßen benutzen. So hat er also irgendwie Riefen hinterlassen. Jetzt habe ich einen anderen Bimsstein, der wirklich sehr, sehr porös ist, auch sehr weich. Und also der ist mir eigentlich schon fast wieder zu weich. Der ließ sich also ganz einfach mit so einer Säge durchsägen, sodass ich jetzt hier eine gerade Fläche habe. Und wenn ich jetzt hier dieses Grundieröl auftrage und schleife damit, dann merke ich auch schon, dass ich gleich jede Menge Abrieb habe. Ich glaube, das ist auch schon so viel kleiner. Also ich habe die ganze Fläche schon mal gerade bearbeitet, also da geht ganz schön viel Bimsmehl jetzt ab auf die Fläche. Aber das ist hier gar nicht so gravierend. Wenn ich jetzt bei einer normalen Schellackpolitur das Bimsmehl mit Schellack in die Poren reibe, dann brauche ich eine ganz andere Verbindung, weil da passiert es sehr schnell, dass man zu viel Bimsmehl hat und zu wenig Schellack. Oder man macht zu viel Bimsmehl auf die Fläche, streut sie, dann kann schnell passieren, dass wirklich das Bimsmehl nicht richtig ummantelt ist vom Schellack. Deswegen mache ich bei Schellackpolituren und einer Porenfüllung ja immer nur ganz, ganz wenig Bimsmehl zwischen dem Baumwoll- und Leinenteil. Hier allerdings ist ja so, dass sozusagen der Bimsmehl jetzt mit dem Leinöl verbunden wird. Da haben wir eine ganz andere Bindung und da kann man eigentlich auch mehr dann nehmen von diesem Bimsstein. Das wird ja jetzt hier in diese Poren Bimsmehl und natürlich auch der Abrieb hier vom Holz in die Poren reingerieben oder geschliffen. An Öl habe ich hier ein Grundieröl und ich kann auch nur jetzt meine Erfahrung mit diesem Grundieröl zeigen, weil sicherlich andere Öle auch wieder vielleicht längere Trocknungszeiten brauchen. Es kommt aber darauf an, was in dem Öl drin ist. Also das ist jetzt hier ein Öl,
Smarkantus, da ist drin Leinöl, Tunköl, Standöl, Leinöl, Firnis. Lösemittel, Balsam, Terpentinöl, Zitrusverdünnung, Kristallöl. Sigative, Blei- und Bariumfreie Metallseife. Und das ist auch extra ein Grundieröl. Bei anderen Ölen, wie gesagt, muss man selber erstmal ausprobieren. Also ich bleibe erstmal bei dem Öl, weil ich kann nicht alle Öle ausprobieren. Bei dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich warte auf jeden Fall hier, bevor ich jetzt hier eine Politur auftrage oder mit Schellack anfange, eine Woche auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man hier zu früh jetzt auf dieses Öl eine Schellackpolitur aufbaut und dann nachher eventuell Ausdünstungen hat, denn das Öl muss vielleicht dann noch trocknen und man hat nachher eine klebrige Oberfläche. Ich habe schon hier Kundenaufträge bearbeitet, eine klebrige Tischplatte hatte, die wirklich nicht mehr trocken wurde, auch nach einem halben Jahr nicht mehr. Dann muss die ganze Oberfläche wieder abgenommen werden. Also ganz entscheidend, das Öl, was hier drauf kommt, muss erst richtig trocken sein. Dann kann man weiterarbeiten mit Schellack. Hier ist der Suppe drauf an Dinsmehl. Will ich auf jeden Fall erstmal jetzt wieder abreiben. Denn mehr als Poren füllen brauche ich damit ja nicht. Den Dinsmehl. Das würde mir ja nicht auf der Fläche oben drauf liegen. Also reibe ich jetzt wieder alles ab. Den Überschuss. Und lasse dann eine Woche trocknen. Wichtig vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang zu sagen, also Einweghandschuhe sind eher schlecht. Ich habe hier Nitrilhandschuhe, weil die Einweghandschuhe lösen sich nach kurzer Zeit eigentlich auf, ja, weil hier eben dann auch irgendwie, ich glaube, die Sigative, die wirklich da nicht so haltbar sind. Man sieht natürlich jetzt hier auch schon deutlich, dass auch das ganze Holz angefeuert wird. Da spricht man ja auch mal von, wenn man Öl aufträgt, dass das Anfeuern des Holzes, also es bewirkt nicht nur, dass es widerstandsfähiger ist gegenüber äußeren Einflüssen nachher hier in dem Bereich, sondern auch eben kräftiger in seiner ganzen Maserung zu sehen ist. Diesen Bilderrahmen hier mit dickem Eiche-Sägefurnier habe ich vor 2 Jahren hergestellt. Also hier normale Eiche und an den Ecken Eiche-Maser. Den habe ich nur mit Öl bearbeitet und immer wieder zwischendurch geschliffen, so dass ich eigentlich jetzt da gar keine Ölgrundierung mehr nur habe, sondern es ist eigentlich schon eine Ölpolitur, allerdings total matt, denn ich habe also nur Leinöl genommen, rohes Leinöl, zum Schluss auch noch Standöl, aber es ist eben jetzt kein Öl mit Sigativen drin und auch keine Harz oder dergleichen, so dass ein Glanz entsteht, sondern wirklich ganz total matt. Aber wirklich, es ist komplett auch dann jetzt Poren gefüllt und glatt. Ist auch nicht mehr nachgesackt. Jetzt könnte man hier natürlich versuchen, noch Glanz herzustellen. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Man könnte Wachs drauf machen. Man könnte hier auch nochmal Schellack mit Schellack polieren. Ich will es aber mal hier ausprobieren, weil ich ja so nur mit Öl gearbeitet habe, dieses Öl auch etwas glänzend zu bekommen. Das heißt, ich schleife jetzt nochmal feiner. Auch da gibt es natürlich Mittel wie Sand am Meer, also ob man jetzt Trippel nimmt oder Knochenasche oder ich habe jetzt nämlich einfach mal ein bisschen Wiener Kalk, sehr feines Poliermittel und einen Tropfen, ein bisschen Standöl hier noch. Mal schauen, ob ich das jetzt irgendwie glänzend kriege, denn das ist dann ja auch eine glänzende Ölpolitur. Sagen wir einfach ein bisschen Öl hier drauf. Und habe ich also jetzt auf glänzend auch noch nie gemacht. Dann reibe das hier so mit so einem Filz.
glaube, man kann schon erkennen, dass da so ein Glanz entsteht. Ja, ich würde sagen, ganz wenig Glanz hat er jetzt. Das kann man sicherlich noch steigern und noch viel besser machen. Auch in verschiedenen Abstufungen bestimmt die Schleifmittel benutzen. Also ursprünglich hatte ich ja nur mit Bimsmehl. Da gibt es ja noch verschiedene Körnungen. Jetzt halt mit Wiener Kalk und vielleicht geht es mit anderen Mitteln sogar noch mehr. Aber also mir reicht das auf jeden Fall. Will ich jetzt gar nicht mehr dann machen. Vielleicht mache ich auch noch mal ein extra Video mit Ölpolitur.